Cassandra sitzt auf ihrem Fensterbrett und hält ihre schwarze Lieblingstasse in ihren Händen. Mit ihrem linken Zeigefinger streift sie sanft über die kleine Kerbe am Rand und fühlt die raue Struktur der abgesprungenen Stelle. Der Geruch von Vanille steigt ihr in die Nase und sie schaut bedächtig in Richtung des Waldes hinter dem Apartmentkomplex, in welchem sie nun seit ca. 4 Monaten wohnte. Es ist genau wie in der alten Hütte ihres Vaters. Nur, dass es hier nicht kalt genug ist, um den prasselnden Regen in spiegelnde Splitter der Unschuld zu verwandeln. Hier kann der Himmel nur weinen. Weinen über das Leid, das entsteht, wenn Menschen aufeinandertreffen. Sie hasst die Stadt. Sie hasst sie. Sie liebt die alte gemütliche Hütte. Sie liebt sie. Nur leider nicht ihre Stiefschwester, welche aktuell versucht, ihr die Hütte ihres Vaters zu entreißen. Doch spielt das keine Rolle für sie. Jedermann tanzt seinerzeit mit dem Sensenmann. Auch du. Es braucht nur Geduld meinerseits. Und vertrau darauf. Diese kann ich gut und gerne aufbringen. So spricht sie zu sich selbst. Und gedankenversunken verschwimmen die Bäume in ihrem Sichtfeld zu Schemen aus Grün und Braun. In ihrem Herzen flackern Bilder lange vergessener Abende voller einsamer Wunschträume und Sehnsüchte. Tränen der Wut, als auch Tränen der Trauer. Bilder der Monster unter ihrem Bett und Bilder der Monster vor ihrem Zimmer. Ein greller Blitz erleuchtet ihr Wohnzimmer und das gleißende Licht blendet sie für ein paar Sekunden. Es schmerzt. Doch sie denkt nicht einmal daran, ihre Augen zu schließen. Noch ganz von ihren Visionen vernebelt, setzt sie einen ihrer Füße auf den Boden links von sich, um nicht aus dem Fenster zu fallen. Das kalte Laminat an ihrer Fußsohle ist schließlich genug, um sie daran zu erinnern, ihre Vanillemilch zu trinken, bevor sie ihre einladende Wärme einbüßt. Doch so schnell wie die Kälte des Bodens verging, verging auch Cassandras Fokus auf ihr Lieblingsgetränk und erneut verlor sie sich in ihren Gedanken. Cassandra wollte unter keinen Umständen, dass Becky die geliebte Hütte ihres Vaters beanspruchte. Mit Blut und Schweiß baute er sie damals als Zeugnis der Liebe zu seiner Frau am Fuße von schneebedeckten Bergen. Diese Hütte war ein Symbol der Liebe, doch Becky würde sie als Unterschlupf für ihren garstigen Schmuseschwanz missbrauchen und dort lediglich Substanzen verstecken, die man umgangssprachlich als Schnee bezeichnen könnte. Und jemand mit solchen Werten durfte doch tatsächlich im Schutze der Scheinheiligkeit anderer Leute Finanzen verwalten. Beckys Treiben ist Cassandra von Herzen zuwider. Doch ist das Letzte, was sie will, noch mehr Streit mit ihr. Sie würde die Zähne voller Gram zusammenbeißen und schweigen. Zumindest bis das Gerichtsverfahren über die Hütte endlich gewonnen wäre. Dann würde sie anonym versuchen, die Verantwortlichen bei der Polizei anzuschwärzen. Sie legt ihre Lippen auf den Rand der Tasse, doch ist die Milch mittlerweile kalt. Sich nicht weiter daran störend, stellt sie die Tasse beiseite. Cassandra, als Literaturfreundin schon von klein auf, hat ihren Träumen Taten folgen lassen und ist seit etwa 5 Jahren eine vollwertige Autorin für Kurzgeschichten im Dienste des Verlages Horacora. Für ihre Bewerbung damals recherchierte sie über den Verlag und fand heraus, dass der Verlagsname lateinisch war und für die Stunde davor stand. Fasziniert und von Inspiration gehörnd setzte sich Cassandra das Ziel, dem obersten Tier im Gedächtnis zu bleiben, auch wenn er sie ablehnen würde. So schrieb sie eine ihrer mit Abstand schaurigsten Thriller-Geschichten über das Unternehmen, für das sie eigentlich arbeiten wollte. Und hingegen jeder Erwartung ihrerseits traf sie mitten ins Schwarze. Der Verleger, welcher sehr angetan von Cassandras grausamen Einfallsreichtum war, rief sie eine Woche später an. Nun ist es mal wieder soweit. Wohlwissend, dass Cassandra unter Druck schnell eigenartig wird, hatte ihr Verleger ein Zeitlimit gesetzt. Sie atmet tief ein und führt ihre Geschichte weiter. Ich weiß, du bist da draußen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nur das, flüstert Santiana in die finsteren Ecken des von Moos zerfressenen Hofes. Du wirst gehen. Nur einer von uns kann bleiben, und das werde ich sein. Das hier ist meine Entscheidung. Deine Entscheidung? Rief es fast schon ekstatisch aus allen Richtungen um Santiana herum. Die einzige Entscheidung, die bei dir liegt,
Es steht darüber, wie schnell sein Ableben erfolgen wird. Der tiefschwarze Himmel verändert seine Essenz in ein fleischiges Dunkelrot und Blitze zwischen seinen Wolken ziehen sich über ihn wie Adern über das schlagende Herz in der Brust eines Riesen. Die massiven, von Moos durchzogenen Steinplatten unter Santianas Füßen beginnen zu beben und unter ihnen bäumt sich ein gigantisches Ungetüm auf. Fast zu Boden stürzend versucht Santiana, auf den weggestoßenen Platten genug Widerstand zu finden, um einen Satz in Richtung der Kreatur zu wagen. Orbosis, deine Hülle mag den Göttern trotzen, doch dein tiefstes Inneres ist sterblich. Dein fleischgewordener Hass wird vergehen, auch wenn ich nicht hier sein werde, um meinen Sieg zu genießen. Mit seinem Schicksal im Reinen springt Santiana in das klaffende, nach Fäulnis stinkende Maul und zwingt sich an seinen drei Zungen vorbei in seine Kehle. Das Ungetüm beginnt in Todesangst ohrenbetäubend laut zu jaulen und versucht verzweifelt, Santiana herauszuwürgen. Doch seine Bemühungen sind vergebens. Santiana seinerseits ringt verzweifelt nach Luft und schneidet seinen Weg durch das Innere von Orbosis. Das schrille Klingeln von Cassandras Telefon holt sie aus ihrer Welt in die Realität zurück. Becky, liest sie laut vom Display ab, wo ich gerade von Ungetümen schrieb. Kurz überlegt sie, ob sie den Anruf entgegennehmen sollte, doch verwirft diesen Gedanken schnell wieder. Es ist mittlerweile 1.36 Uhr nachts und unser Verhältnis könnte wohl kaum schlechter sein. Egal, was es ist. Es kann bis morgen warten. Und mit diesen Worten drückt Cassandra den Anruf weg. Kaum eine Minute später klingelt es erneut. Ist das ihr verdammter Ernst? Völlig entnervt schaltet sie ihr Handy aus und den Fernseher ein. Für heute ist ihre Konzentration zu sehr gestört.